Lifty und Scoop. Die Roboter und Lea machen sich schnell auf den Weg. Los geht's! Und wer kommt da? Na, Leo ist doch klar, der kleine Lastwagen gibt Gas. Los, komm doch mit, denn das macht großen Spaß. Leo, 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 der Lastwagen. Das ist Liftys Laden. Lifty hat heute viel zu tun. Scoop, Leo und die Roboter warten alle auf ihre Lieferungen aus Liftys Laden. Lifty hat sich gemerkt, was jeder bekommt. Zeit, die Bestellungen vorzubereiten. Das ist für Scoop. Das ist für Leo. Und das ist für die Roboter. Die Bestellungen sind fertig. Zeit, sie auszuliefern. Fracht, Fracht, die Fracht ist schwer. Ich verzweifle sehr. Sei vorsichtig. Die Last zu tragen. Oh je, ein Spiegel ist runtergefallen. Das ist keine einfache Aufgabe für Lifty. Klein, aber oho. Sein Licht, es blinkt empor. Die erste Bestellung wird auch schon ausgeliefert. Für die Roboter. Hoch, hoch, senk, senk, tschicki, da, tschicki. Hoch, hoch, senk, senk. Das ist für Scoop. Hoch, hoch, senk, senk, tschicki, da, tschicki. Scoop, der Bagger, scheint überrascht zu sein. Ist das nicht deine Bestellung? Mit viel Gepäck. Lifty, warte! Die Freunde. Und Äpfel für Leo? Mit Dabler geht hoch, hoch, senk, senk, tschicki, da, tschick. Gut, dass es Gabelstapler gibt. Ich hab alles ausgeliefert. Hallo, Lifty. Leo geht seine Bestellung holen. Hm? Äpfel? Na, so eine Überraschung. Hä? Leo, du hast doch Äpfel bestellt. Oder etwa nicht? Die Roboter haben fälschlicherweise Zahnräder bekommen. Scoop hat auch nicht bekommen, was er bestellt hat. Oh. Lifty ist total verwirrt. Hallo! Ich weiß, was zu tun ist. Lifty braucht ein spezielles Fahrzeug. Ja, einen Lieferwagen. Das ist eine gute Idee. Geht und holt die Teile dafür. Leo hat die Kabine, das Fahrgestell und die Räder gebracht. Als erstes montieren wir die Kabine am Fahrgestell. Jetzt ist der Laderaum an der Reihe. Nun kommen die Räder an ihren Platz. Die Räder haben grüne Radkappen. Sie sehen toll aus. Ein Rolltor und eine ausklappbare Rampe. Auf beide Seiten kommen zwei Führungsschienen. Die sind für die Türen. Zwei Rücklichter. Zwei Frontscheinwerfer, Stoßstange und ein Außenspiegel. Fertig! Lasst uns die Schachteln einladen und spielen gehen. Lifty glaubt, dass etwas fehlt. Aber die Schachteln können ja trotzdem eingeladen werden. Oh, ein Apfel ist runtergefallen. Der Roboter fährt ein Stück rückwärts, um zu wenden. Knirsch! Er hat den Apfel nicht gesehen. Stopp! Der Lieferwagen hätte den Roboter fast umgefahren. Der Außenspiegel fehlt. So kannst du nicht fahren. Gehen wir ihn suchen. Scoop hat recht. Auf beiden Seiten des Lieferwagens muss ein Außenspiegel sein.
Sonst kann der Fahrer nicht sehen, was hinten vor sich geht. Und das ist gefährlich. Oh. Hinter den Büschen ist er nicht. Unter dem Zementmischer auch nicht. Der Roboter will den Spiegel im Ballbecken suchen. Nichts gefunden? Moment mal, diesen Spiegel braucht der Fahrer auch. Du kannst ihn nicht einfach abnehmen und auf der anderen Seite montieren. Ah! Da ist er! Der zweite Außenspiegel ist an seinem Platz. Jetzt können wir gehen. Lasst uns bald spielen. Und der Lieferwagen erledigt seine Arbeit. Die erste Bestellung ist abgeliefert. Und die zweite auch. Ab sofort können alle Bestellungen schnell und fehlerfrei ausgeliefert werden. Die Freunde sind in den Freizeitpark gekommen. Zeit zum Spielen. Scoop ist der Torhüter. Er muss den Ball abwehren. Tor! Hä? Ja. Wie konntest du nur ein Tor kassieren, Scoop? Ich bin erschöpft und durstig. Wir können uns ja Wasser bestellen.